Hi und willkommen zu der Auflösung des Giveaways. Ja, leider haben sich nicht 10 Leute gemeldet gehabt, deswegen werde ich auch jeden eins geben, der dort mitgemacht hat. Das heißt, es ist an sich, das mit den Auslosen finde ich ja eh so noch nicht brauchbar, wenn man eine ganze Box voll hat und ja, Sicherheit wenig melden und allgemein nimmt man noch 50, momentan jetzt 55, was ich auch echt cool finde und auch dankbar bin dafür. Aber bei so einer kleinen Summe kann man ruhig jeden, der halt da ist, eins geben. Und da halt nur sich 5 Leute gemeldet haben, beziehungsweise 6, eins habe ich schon vertauscht gehabt. Da ich eh schon eventuell wusste, dass sich nicht so viele melden würden. Aber immerhin haben welche sich gemeldet, was ich recht cool fand von denen. Und das mich auch an sich freut, dass sich welche gemeldet haben und das unbedingt haben wollen. Denn es ist ein Mod for free, ne? Naja, nichtsdestotrotz, ich lese jetzt hier erstmal die Namen vor, wer alles eins bekommt. Das könnt ihr aber auch in dem letzten Video auch nochmal nachschauen. Falls ihr mir eventuell nicht glauben solltet, aber ich werde auch eventuell die Namen nochmal einblenden, wenn ich das schaffe. Ja gut, fangen wir an. Also, es bekommt ein Shiny Quartermark, der gute Be Like Meme MLB, dann der Lukas SF Somer, der Green King, die Sophie Kachova, Entschuldigung, falls ich deinen Nachnamen falsch ausspreche. Und der Pokespot, der eigentlich manchen ein Begriff sein sollte. Ja. Das 6. habe ich jemanden random gegeben gehabt bei dem Turnier von den guten Dave Games YouTube. Da hatte ich halt keine Monster vertauscht, weil er unbedingt sein eins Pokémon geben wollte, warum auch immer. Naja, da wollte ich denen halt Freude machen und ja, weil ich gegen ihn gewonnen habe, beziehungsweise war, ist jetzt egal, ich rede gerade über den heißen Ball. Ich könnte zwar das Video beenden, aber ich möchte jetzt noch ein bisschen was sagen zum Quartermark, denn ich habe mich gestern so erkundigt gehabt auf die Seite PokéWiki, weil ich gelesen habe auf einem bestimmten Discord-Server, dass man erstmal Spoiler, falls ihr das nicht hören wollt. Auf jeden Fall könnt ihr, also falls ihr es halt wie gesagt nicht hören wollt, dann könnt ihr das eventuell skippen. Auf jeden Fall wird bei PokéWiki angezeigt, dass die Attacken Lehrer wieder dazukommen, also so wie in der Oras, also Omega Rubin und Alpha Saphir. Auf jeden Fall, ob das jetzt wieder mit den Herzschuppen ist, weiß ich nicht, aber ich denke mal schon. Auf jeden Fall bekommt das gute Quartermark einen besseren Movepool. Denn ich kann das jetzt auch noch einblenden an sich, denn der Movepool ist schon recht gut, weil ich habe da gesehen, dass er den Mülltreffer, Samenbomben, also es sind schon mal 2 gute physische Attacken, die ihm nochmal die Coverage von diesem Pokémon recht gut erweitern. Denn an sich kann es ja als Coverage-Move eher nur so Prügler, Steinhagel, Erdbeben, Eisenschädel. So in dem Sinne, beziehungsweise Kehrtwende kann es ja natürlich auch. Aber zum Beispiel mit Mülltreffer muss es halt nicht immer auf Eisenschädel angewiesen sein und kann halt natürlich mit Mülltreffer auch noch sogar noch besser agieren, denn mit Mülltreffer triffst du natürlich nicht nur die Feen-Pokémon sehr effektiv. Ja, nicht nur die Feen-Pokémon, sondern auch noch Pflanzen-Pokémon zum Beispiel. Und das triffst du halt mit Eisenschädel nicht. Du triffst halt mit Eisenschädel auch eher nur die Feen-Pokémon sehr effektiv, was eigentlich auch dazu gedacht ist. Und aber auch noch sowas wie Gesteins-Pokémon und Eis-Pokémon, was du nicht brauchst, weil das Ding ja von Typ Kampf ist und ist Nahkampf erlernt. Joa, Samenbomben ist halt gut für die Wasser-Pokémon, genauso wie
Gesteins- und Boden-Pokémon. Ist auch noch recht solide. Falls ein Typ jetzt einen fehlt, könnt ihr unten Kommentare schreiben, falls ihr wollt. Auf jeden Fall, also ich weiß halt nicht alles. Da waren halt noch ganz viele Ablei-Typ, genau, Ablei-Typ erlernt das Ding auch. Was auch richtig gut ist, denn kann man eventuell noch darüber überlegen, ob ich denn zum nochmalen Jubiläum oder so, wenn ich die 100 habe oder so, je nachdem, ein zweites Set eventuell mache. Es ist zwar ein bisschen langweilig, dass wieder das gleiche kommt, aber man könnte sich dann überlegen, ob man einen Zap Ablei-Typ mit Protzer spielen könnte. Denn das ist halt recht gut, dass es den Recovery-Move erlernt in Form vom Ablei-Typ, und es ist auch nur Step, denn der Move ist halt schon gut, ne? Weil man sieht es ja bei den meisten Mons, so wie Meistergriff zum Beispiel. Okay, man kann es jetzt eventuell nicht mit so einem Meistergriff vergleichen, aber da Meistergriff halt wohl, ne, wartet mal. An sich könnte man das Ding auch mit Offensivweste spielen, weil die Base-KP ist da. Der Angriff ist okay da, also mit den 120 ist er eigentlich ganz gut, aber der ist da. Und die Spezialverteidigung kannst du halt hochboosten und du kannst dich halt immer wieder hochhalten mit dem Ablei-Typ. Das ist eigentlich richtig gut. Ja, siehste. Durch Usum, also Ultrasonne und Ultramond, wird Quartermark durch ein eher mehr variables Pokémon, finde ich, weil momentan gibt es ja eher nur dieses Scarf-Set, was ein bisschen langweilig ist, aber es erfüllt seinen Zweck. Und durch Ultrasonne und Ultramond, wenn es eventuell die versteckte Fähigkeit bekommt, also Siegeswille, kann das Ding zu einem starken Pokémon werden. Ich könnte es auch potenziell vielleicht auch schon in dem Aryu-Tier sehen, denn oder Enyu, je nachdem, was es momentan hockt, ist ja im Pio rum, und im Pio ist es auch recht oft gesehen, habe ich gemerkt. Und ja, und durch halt den Move-Pull, den es da halt hat. Also das ist natürlich, jetzt natürlich noch mehr Attacken, aber das sind jetzt die herausstechende, weil man halt, wie gesagt, noch mehr Variabilität in dieses Pokémon hat, weil Samenbomben keine schlechte Attacke ist. Genauso wie Mülltreffer keine schlechte Attacke ist, wo du auch noch eine 30% Chance hast zu vergiften und die 110 Base-Stärke hat und damit ordentlich was besiegen kannst damit. Ablativ ist auch richtig gut, da musst du nicht immer nur auf Nahkampf angewiesen sein, obwohl Nahkampf natürlich auch eine saustarke Attacke ist, aber der Nachteil ist halt, du lässt deine Verteidigungswerte sinken. Und wenn du so ein eher defensiveres Set spielst auf Quartermark, was ich mir auch vorstellen könnte, dass man das spielen kann, bringt das eigentlich auch was ganz Gutes. Ich meine, so ein Protzer Ablei-Typ Set ist schon eine gute Vorstellung, weil das halt recht was bringen könnte, denke ich. Ich weiß nicht, ob das dann auch in den aktuellen, also in diesem Meta aus Ultrasonne und Ultramond, was bringen kann, aber ausprobieren kann man es ja, ne? Zum Beispiel in der Liga könnte ich mir vorstellen, dass es eventuell gut sein kann mit den Coverage Moves, weil es dann an sich mehr Relevanz bekommt, gepickt zu werden, finde ich, als eventuell eher Lower Tier Kampf-Pokémon, falls man in den Higher Tiers keins mehr abkriegt, abbekommen hat, so. Und ja. Das wird auch eventuell auch ein Grund, falls ich in einer Einzelkampfliga spielen sollte oder mitmachen sollte, in Ultrasonne und Ultramond, dass ich das Ding eventuell picken werde. Nur durch den etwas besseren Move-Pull und falls ich die versteckte Fähigkeit auch noch spielen kann. Also falls es dort nicht gebannt, will ich jetzt nicht sagen, sondern nicht verfügbar ist, weil in Sonne und Mond gab es ja die Fähigkeit noch nicht, und also die versteckte Fähigkeit konntest du ja nicht spielen, und in Ultrasonne und Ultramond kann es ja wenn möglich sein, aber naja, ich würde dann erstmal sagen, ciao, haut rein, Freundescode werde ich in der Videobeschreibung verlinken, reinschreiben. Und ja.
Also, wie gesagt, die investieren halt in der Videobeschreibung. Schreibt einfach euren Freundescode in die Kommentare, die ich jetzt hier genannt habe. Falls noch welche dazukommen sollten, könnt ihr halt auch noch runterschreiben, weil ich habe ja tatsächlich noch welche. Und ja, wie gesagt, haut rein. Ciao und bis zum nächsten Mal.